Herzlich willkommen zu einer weiteren Mobile Game Vorstellungsfolge. Bei uns auf dem Kanal sofort und gleich. Wir haben eine Menge Spiele heute. Schaut's euch einfach mal an. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt gerne auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, die Glock! Ja Leute, wir haben hier alles querbeet heute. Wir fangen an mit Elf Wars Magical Power. Schauen wir doch einfach mal in das Video rein. Ja, das sieht doch mal ganz cool aus. Also, Free Transformation, Union Assembly, Challenge Nightmare. Mega cooles Teil. Boah, wenn es euch interessiert, verlinkt unten in der Beschreibung. Dann haben wir das nächste Spiel, Meridian 157 Prolog. Ihr wisst, dass ich auch immer mal wieder gerne Puzzlespiele hier vorstelle, so eine Art Pipe Mania hier als Puzzle gewesen, so für zwischendrin. Die Screenshots sehen auf jeden Fall spannend aus. Ja. Könnte für die Puzzle-Fans unter euch interessant sein. Dann haben wir hier Tiny Shop Cute RPG Store, ein Early Access Spiel. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Da seid ihr scheinbar da hinten diese komische Blume oder was auch immer das sein soll. Ihr habt einen eigenen Laden. Und da müsst ihr einfach Sachen verkaufen. Tiny Shop, ihr simuliert quasi, ihr seid Shopbesitzer. Oh, da sind dann Ritter und irgendwelche Fantasiefiguren. Run your own Fantasy Store. Ja, Self-Fantasy-Items. Also, wenn ihr immer schon mal einen eigenen kleinen Shop besitzen wolltet, da könnt ihr es mal ein bisschen simulieren. Tiny Shop Cute RPG Store. Dann haben wir Takashi Ninja Warrior. Schauen wir mal rein. Man beachte am Anfang, also wie man es jetzt hier gesehen hat, scheint es für iOS und Android da zu sein. Achtet mal ganz am Anfang darauf, da hört man ganz am Anfang was mit Audio Jungle. Der Entwickler hat scheinbar die Lizenz für das Lied gar nicht geholt. Oder hat irgendwie das Falsche reingepackt, keine Ahnung. Also hier, ich weiß es nicht, aber Unleashed Ninja Abilities. Die Grafik ist auf jeden Fall cool. Fight with Strategy, Explore Medieval Japan. Wer Bock auf sowas hat, ist jetzt verlinkt unten in der Beschreibung. Dann haben wir Rolling Slime als nächstes. Das ist hier so ein kleines, farbenfrohes Puzzlespiel, so wie es aussieht. Könnte relativ amüsant sein. So, dann haben wir hier Arcute Dragons. AR.
Das ist ein AR-Spiel. Was sind da im Hintergrund? Waren da Ziegen? Das sind tatsächlich Ziegen im Hintergrund, okay. Ja, wenn ihr kleine Drachen irgendwo in Real Life über euer Handy finden wollt, dann könnte das eventuell euer Spiel sein. AR Cute Dragons. Dann haben wir Pocket of Warrior. Auf Google Play. Also scheinbar nur für Android. Könnte aber auch für den einen oder anderen interessant sein. Okay. Hercules Run. Das nächste Spiel, das wir vorstellen. Das ist hier einfach so ein Runner, Running Game. Jump and Run. So, von Lauchship Studios. Dann haben wir Cowboy Go Catch Giant Animals. Kann ich jetzt auch schlecht beurteilen. Müsste man einfach mal. Can you become a legend of Cowboy? The bigger the wild animals you catch, the more the honors and the rewards. Ziemlich gute Benotung. 4,7. Gutes Spiel, um Zeit zu vertreiben und so weiter. Also könnte eventuell ganz gut sein. Cowboy Go. Müsste man sich doch dann mal anschauen. Love Poly. Neues Puzzlespiel. Das sind wieder diese Poly-Puzzles. Weil dann so lange drehen und spielen, rumspielen müsst, bis dann die richtigen Bilder bei rauskommen. Sieht auf jeden Fall ganz interessant für den Zeitvertreib aus. Dann haben wir Puzzle Me. Und das hier wollen wir selber auch mal machen. Können wir auch gleich mal anfangen. Vielleicht habt ihr die Lösung dafür hier für dieses Puzzle. Männer auf dem Mond. Eine große Raumfahrtorganisation hat beschlossen, eine Raumstation auf den Mond zu bauen. Zu diesem Zweck muss ein Kabel gelegt werden um den Äquator des Mondes herum. Wenn das Kabel gelegt ist, zeigt es sich, dass dieses Kabel 1 Meter zu kurz ist. Einer rasch angesetzten Versammlung wird beschlossen, zu untersuchen, ob es möglich ist, das ganze Kabel in einer Rille zu legen. Die Frage, wie tief soll diese Rille sein, wenn man das Defizit von 1 Meter muss überwinden? Ja, wenn ihr da eine Idee habt, dann könnt das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ich habe eine Idee dazu, aber mal schauen, was ihr schreibt. Dann haben wir hier was. Die unten stehende Gleichung stimmt nicht. 7 plus 1 gleich 5 minus 1. Bemerke, dass 7 minus 1 gleich 5 plus 1 keine korrekte Lösung ist, weil du dann zwei Symbole zur anderen Seite gebracht hast. Das Plus- und Minuszeichen ausgewechselt. Also bedeutet letzten Endes, man muss hier scheinbar eine Zahl ändern oder sowas, damit das Ganze passt. Denke ich mal. Kann ich jetzt nicht so wirklich. Ich kann es ja nicht richtig sehen. Dann haben wir hier noch eine Frage. Vier Männer müssen nachts eine Brücke überqueren. Sie befinden sich alle an derselben Seite. Sie haben nur eine einzige Taschenlampe. Außerdem können jeweils nur zwei Männer gleichzeitig die Brücke betreten und es ist erforderlich, dass jemand, der die Brücke überquert, die Taschenlampe mit sich führt. Die Taschenlampe muss hin und her gebracht werden. Jeder Mann benötigt unterschiedlich lange zur Überquerung. Mann 1 benötigt 1 Minute, Mann 2 benötigt 2 Minuten, Mann 3 benötigt 5 Minuten und Mann 4 benötigt 10 Minuten. Wenn zwei Männer zusammen die Brücke überqueren, benötigen sie so viel Zeit,
als die langsamste dieser zwei. Wie schaffen es die vier Männer, die Brücke in 17 Minuten zu überqueren? Ist ja eigentlich nicht so wirklich. Ich denke, das ist nicht so wirklich schwierig. Ja, wenn ihr die Lösung dazu habt, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Bin ich mal gespannt. So, was haben wir denn hier noch? Entnervende Entdeckungen. Der Entdeckungsreisende Stan, der Mann, ist auf Abenteuer ausgezogen im Dschungel. Was? Der Entdeckungsreisende Stan, der Mann. Stan, der Mann, der Entdeckungsreisende Stan, der Mann, ist auf Abenteuer ausgezogen im Dschungel. Plötzlich wird er gebissen von einer sehr giftigen Schlange. Glücklicherweise hat er Medikamente bei ihm gegen das tödliche Schlangengift. Weiß ich, also das Deutsche ist jetzt nicht so gut, aber. Zwei Töpfchen mit Etiketten A und B, jedes mit drei Tabletten. Mit Zwischenpausen von 2 Stunden soll er dreimal gleichzeitig eine Tablette A und eine Tablette B einnehmen. Rasch nimmt er eine Tablette aus Töpfchen A und schüttelt dann eine Tablette aus Töpfchen B dazu. Aber leider rollen 2 Tabletten B aus dem Töpfchen. Es stellt sich heraus, dass alle Tabletten identisch aussehen. Stan weiß sich keinen Rat mehr. Wenn er die 6 Tabletten nicht genau gemäß der vorgeschriebenen Dosis einnimmt, ist er dem Tode geweiht. Wie überlebt Stan dies alles? Auch hier bin ich gespannt. Wenn ihr eine Idee oder eine Lösung habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. So. Ah. Hier steht sogar mal die Lösung. Lesen wir sie uns mal durch. Stan teilt die 3 Tabletten, die er genommen hat, in 2 genau gleiche Teile und legt die eine Hälfte jeder Tablette auf Stapel 1 und die andere Hälfte jeder Tablette auf Stapel 2. Für jedem Stapel liegt dann eine halbe Tablette A und eine ganze Tablette B. Stan muss also noch eine Tablette aus Töpfchen A nehmen, diese in 2 genau gleiche Teile teilen und die eine Hälfte dieser Tablette auf Stapel 1 legen und die andere Hälfte dieser Tablette auf Stapel 2 legen. Jetzt kann er Stapel 1 einnehmen, 2 Stunden später Stapel 2 einnehmen und wieder 2 Stunden später nehmen und 2 Stunden. Zweite Lösung. Stan teilt zuerst alle 6 Tabletten in 6 gleiche Teile. Dann macht er 6 Stapeln mit in jedem Stapel einen Teil von jeder der 6 Tabletten. Jeder Stapel enthält dann genau eine halbe Tablette A und eine halbe Tablette B. Jetzt kann er 2 Stapel einnehmen, 2 Stunden später wieder 2 Stapel, wieder 2. Bin ich mir jetzt gerade nicht so wirklich sicher, ob das so funktionieren würde, aber gut. So, das sind auf jeden Fall interessante Puzzles. Würde ich gerne mal mit euch machen. So, Unpuzzle. Nächstes Puzzle. Can you hack it? 2 plus 3 gleich 5. 3 plus 7 gleich 17. 4 plus 5 gleich 19. 5 plus 8 gleich 37. 6 plus 7 gleich. Ja, macht euch mal Gedanken drüber und schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr dazu eine Lösung habt. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Auch hier solche Puzzle, mega geil. Dann haben wir hier Lights On. Okay, das ist scheinbar Strom, kann das sein?
der zu einer Steckdose muss. Lights on. Okay. Du musst auf jeden Fall diese Teile dann so drehen und bewegen, dass hier dieses Lichtchen oder dieser Stromfunke bis zur Steckdose kommt, damit die Lichter angehen können. So, dann haben wir Paranormal Escape. Das hier ist ein... Willkommen to the world of paranormal and unexplainable. In this escape, you are a young agent whose main objective is to solve the most mysterious puzzles and cases. Each level is a new case, where you have to move away from the standard approaches and start thinking outside the box if you want to find out the truth. Anomalies, inhuman traces, aliens, and even time traveling will encounter on your way. So be ready to see what used to be hidden. Paranormal Escape. Ja, mit Aliens, irgendwie so ein, ja, Escape the Room Ding, da ist ein Hund. Da ist ein Hund. Okay. Das sieht aus nach einem mega strangen Puzzlespiel. Könnte auf jeden Fall spannend sein für die Puzzle-Freaks unter uns. So, dann haben wir hier Captain Tsubasa Zero Miracle Shot. Das ist hier ein Fußball-Action-Spiel. Geil. Der junge Kaiser, alle Werte, alle Attribute. Ja, und dann habt ihr hier eure Fußballmannschaft. Karl-Heinz Schneider. Das kann doch nur ein deutscher Entwickler sein, der sich das hat einfallen lassen. Cool. Okay. Könnte eventuell spannend sein. I don't know. Haben wir 4,6. Okay, 4,6 ist keine schlechte Benotung. So, dann haben wir Dash Dragons. Gucken wir mal hier rein. Ja, das sieht auch irgendwie witzig aus, ne? Also Dash Dragons, man hat hier gesehen, dass dieses kleine rote Drachen-Alien-Ding da und das andere blaue oder grün, grün-blau. Und die dürfen sich eben nur auf den Lava-Teilen beziehungsweise auf diesen Eisflächen bewegen und man bewegt beide gleichzeitig. Könnte auf jeden Fall ganz amüsant sein. Also hier sieht man es da, das rote Ding auf der roten Lava und das hellblaue muss da unten auf diesem Eis sein. Ja, könnte für zwischendrin Fun sorgen. Galaxy Legend, das nächste Spiel, das ich euch vorstelle, überfalle den Primus mit 100.000 Spielern. Drei Fraktionen Kampf um die Übermacht. Erkläre den Krieg gegen Spieler weltweit. Über 200 ungewöhnliche Raumschiffe. Okay. Ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. 4,0. Übersetzung scheint nicht ganz so gut zu sein, aber das Spiel scheint wohl Spaß zu machen. So wie man das eben gerade im ersten Kommentar lesen konnte. Dann haben wir Summoner's Age. Childhood Gameplay Experience Summon Legend Monster Journey with your crew. So eine Art Pokémon könnte das sein. Ja, sieht auf jeden Fall stark danach aus. Die Noten, bis jetzt noch keine Benotung hier.
Dann haben wir Monster Go-Go. Und da muss ich jetzt ja wohl gar nichts dazu sagen. Das hier oben sieht definitiv aus wie Pummeluff. Und da unten ist auch Pikachu. Habe ich jetzt irgendwas? Realtime Series Passion. Ist das ein Pokémon-Spiel? Multi-Develop. Das sieht doch stark danach aus, oder? Also Monster Battle Skill, Monster Go Go. Ob das so? Naja, also scheinbar irgendwie ein neues Pokémon-Spiel, aber Fun Game for Free, Monster Go Go. Okay. Chibi Heroes und das hier sieht wieder relativ amüsant aus. Das zwischendrin war auch Groot. Ja, konnte man ganz gut erkennen. Chibi Heroes sieht auf jeden Fall wirklich cool aus. Oh Gott, was ist das denn? Ja, spannend. Bin immer wieder geflasht, was ich hier alles so zu sehen bekomme. Benotung 3,8 momentan. Original Anime Manga Characters. Okay. Und das letzte ist nochmal ein Mathe-Rätsel, Brainex. Da gibt es hier für die Mathe-Fans, kann man dann noch irgendwelche Mathe-Puzzles machen. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal ein, wenn ich euch wieder neue Mobile Games vorstelle. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.